Ja, vielen Dank und auch ein herzliches Grüß Gott von mir hier in den Saal. Wir freuen uns, Ihnen hier ein, zwei Projekte mit einem GIS-Ansatz zu zeigen. Er hat es schon erwähnt, ich möchte am Anfang eine kleine Korrektur vornehmen. Ich bin CEO, aber von der Obermeier Digital Solution, das ist das kleinste Startup der Obermeier Gruppe, aber natürlich das coolste, weil wir eine Digitalisierungseinheit sind. Obermeier Gruppe ist natürlich weitaus größer. Das habe ich Ihnen hier mitgebracht, nicht um für unser Unternehmen zu werben, sondern um Ihnen nur mal zu zeigen, ja, was uns prägt und warum wir vielleicht auch hier mitstehen. Wir sind ja größte unabhängige deutsche Planungsbüro, familiengeführt, haben 1200 Mitarbeiter hier in Deutschland an 16 Standorten, sind aber auch international tätig. Ja, haben einen Umsatz von ungefähr 100 Millionen Euro und das Wichtigste sind eigentlich die zwei Sachen für uns. Wir fokussieren uns ja heute hier in dem Slot auf Infrastruktur. Ich selbst komme aus der Infrastruktur. Ja, durfte mich im Unternehmen immer weiterentwickeln. Das heißt, ich bin klassischer Ingenieurbauer. Ich habe Brücken geplant, mache das aber jetzt überhaupt nicht mehr, sondern ja, schaue, dass wir digitale Konzepte für Projekte entwickeln in großen Infrastrukturmaßnahmen. Gesamtplanung anzubieten über alle Gewerke, wie Sie hier sehen, ist natürlich ein USP für unsere Kunden. Das heißt, wir können alles aus einer Hand in einem Haus bedienen, ist aber gleichzeitig unsere größte Herausforderung im Unternehmen. Das heißt, wir können Schienenplanung, wir können Straßenplanen, Ingenieurbau, wir haben Institute, wo wir Schall und Erschütterung planen, Verkehr und Mobilität planen können. Aber damit können Sie sich auch vorstellen, wir haben bei uns im Haus im Einsatz ungefähr 500 Software-Tools und generieren mit unseren Projekten eine Vielzahl von Daten. Und die größte Herausforderung für uns in der letzten Zeit ist es einfach, diese Daten allen in den Projekten zur Verfügung zu stellen, vernetzte Daten zu generieren, diese vorzuhalten, redundant vorzuhalten und natürlich im komplexer Infrastruktur den Stakeholdern oder unseren Projektbeteiligten genau nur diese Daten zu filtern und zur Verfügung zu stellen, die sie für ihr Fachgewerk brauchen, aber trotzdem natürlich kollaborativ. Unser Fokus ist natürlich die Erstellung von Modellen, von BIM-Modellen für alle Beteiligten in der Cloud zur Verfügung zu stellen. Was das heißt, Digitalisierung sehen Sie hier an dem Zeitstrahl. Das hat nämlich unser Unternehmen die ganze Jahre geprägt. Ich habe es Ihnen erwähnt, der Dr. Obermeier 1958 als Ein-Mann-Büro das Unternehmen gegründet und hatte eigentlich immer innovative Bauansätze im Kopf. Er hat sich in den 60er Jahren dafür entschieden, das erste Mal eine Deckelbauweise einzuführen. Hat vorher noch nie jemand gemacht und war natürlich auch im digitalen Kontext immer Vorreiter. Hat sich, Sie sehen es hier, finde ich immer eine schöne Anekdote, 1967 den ersten Großrechner in den Keller gestellt. Rieseninvest, hat jeder den Kopf geschüttelt und Sie als Ingenieur mussten genau überlegen, ob Sie den Rechner anstoßen oder nicht, weil der hat zwei Nächte gerechnet und hat wahrscheinlich den ganzen Keller geheizt. Aber er hat gesagt, für den Anwendungsfall ist es ein lohnendes Invest. Er hat auch sich nicht davor gescheut, aus Anforderungen aus dem Projekt selbst Software zu entwickeln, was ja völlig untypisch für ein Planungsbüro ist. Und so geht es weiter. Und wir stehen jetzt vor der Herausforderung, natürlich althergebrachte Planungsmethoden zu transformieren in eine digitale Welt. Und dafür stehe ich hier. Also wir haben Projekte mitgebracht. Unser Fokus natürlich Gesamtplanung im Kontext der Infrastruktur und für uns ist es natürlich ganz wichtig in der Infrastruktur BIM und GIS zu integrieren. Das heißt, keine Datensilos zu schaffen, sondern hier eine Integration beider Systeme zu generieren, da wir natürlich in unseren Projekten vorrangig Daten schaffen, aber in erster Basis, wenn wir von Infrastrukturprojekten sprechen, brauchen wir natürlich digitale Zwillinge unseres urbanen Umfelds, unseres Projektgebietes. Das heißt, wir starten natürlich meistens mit der Datenerfassung und wenn ich hier gestern gesehen habe, ich fand sehr beeindruckend, wie in der Agrarwirtschaft schon digitale Flächenauswertung betrieben wird und habe mich dann immer zurückblickend gesehen und ich sitze manchmal an meinem Schreibtisch und bekomme von meinem Auftraggeber Papierpläne, die ich auswerten muss.
Ja, und das ist der größte Ansatz, den wir für uns sehen. Natürlich im Start eines Projektes, in der Machbarkeitsstudie. Wir sind Infrastruktur, großen Ausdehnungen unterwegs in unseren Projekten. Das sehen Sie hier mal. Das ist ein Projektgebiet, was ich Ihnen nachher mitbringe. Und da ist für uns am Anfang natürlich ganz wichtig Datenerfassung. Also wir brauchen, es dreht sich in unseren Projekten mittlerweile ausschließlich um Daten. Daten erfassen, Daten auswerten im Zuge von Machbarkeitsstudien, von neuen Verkehrsanbindungen, Verkehrswegen. Und deshalb ist die Integration beider Systeme für uns essentiell, um dann auch durchgängig digital in allen Leistungsphasen, wir sind von der Vorplanung bis hin zur Ausführungsplanung tätig. Jede Phase hat natürlich einen anderen Schwerpunkt, benötigt auch andere Daten. Und wir wollen uns natürlich dort in so einen digitalen Workflow integrieren und wollen dann zum Schluss natürlich unsere Modelle, die wir erstellt haben, natürlich auch wieder im Geoinformationskontext zur Verfügung stellen, weil das ja wieder neu geschaffene Daten sind, die vielleicht für später auch zu nutzen sind. Das, die Herausforderungen, glaube ich, die wir da haben, sehen Sie ganz gut an diesem Bild. Auf der rechten Seite, da fühlen Sie sich heimisch. Das ist die GIS-Welt und auf der, oder ich muss umgedreht sagen, also Sie wissen, auf dieser Seite bin ich zu Hause, das ist die BIM-Welt. Hier sehen Sie mal einen Auszug aus dem Projekt, was ich Ihnen nachher gleich vorstelle, U4. Das ist ein Koordinationsmodell und da sehen Sie schon mal, ja, auch welche Herausforderungen wir haben. Wir haben unterschiedlichste Fachmodelle, die wir integrieren müssen in ein koordiniertes Gesamtmodell, an dem alle kollaborativ zusammenarbeiten. Oben Städtekontext, wir haben aber nicht nur natürlich die bebaute Infrastruktur, sondern oberirdisch, sondern wir müssen sie auch unterirdisch nutzen. Und diese beiden Systeme zu nutzen, nicht als Datensilos, sondern integrativ im Projekt, ja, das wollen wir Ihnen an zwei Beispielen mal zeigen. Das erste Beispiel, was ich Ihnen mitgebracht habe, ist das Projekt U4. Das ist ein Projekt, durften wir begleiten von der Vorplanung bis hin zur Ausführungsplanung. Das ist ein innerstädtisches Projekt. Da geht es um eine Neuplanung von einer 2,5 Kilometer langen neuen U-Bahn-Strecke. Wir fädeln dort aus einem bestehenden U-Bahn-System aus und schließen dieses neue Wohngebiet an. Und die größte Herausforderung war hier, Sie sehen es hier, erstmal die Erstellung des digitalen Bestandes und hier für uns nicht des oberirdischen Bestandes, sondern des unterirdischen Bestandes. Sie sehen hier einen Auszug aus dem Bestandsmodell. Das heißt, wir haben hier ein digitales Baugrundmodell erstellt, haben hier die Sparten und Leitungen aufgenommen, die natürlich von unserem Kunden noch sehr viel in Papierform vorliegen. Die müssen wir erst digitalisieren. Sie sehen aber auch hier schon erste GIS-Daten mit hier Städtebebauung im City-GML oder im Baumkataster, was wir sehr gut integrieren konnten in das Modell. Ja, und die Interaktion ist dann natürlich mit unseren BIM-Modellen, die wir erstellen. Sie sehen hier mal einen Auszug oder ein kleines Video aus so einem Koordinationsmodell von der ganzen U-Bahn, der aus den mehreren Teilmodellen besteht, die dann natürlich auf dem sogenannten Common Data Environment auf einer Cloud allen zur Verfügung gestellt, in die alle interaktiv arbeiten. Also Datenmanagement und ein kooperatives Zusammenarbeiten im Projekt ist für uns essentiell. Und dann natürlich wieder wichtig, die Datenrückführung aus dem Projekt oder aus den geschaffenen Modellen in GIS-Systeme, um sie nachher allen anderen wieder zur Verfügung zu stellen. Und wir haben natürlich dann auch wieder die Herausforderung, das ist natürlich sehr technisch getrieben. Wir sind dort sehr im Detail in der Objektplanung, in der Koordinationierung der Gewerke untereinander. Wir müssen aber in vielen Punkten auch in späten Phasen wieder makroskopisch denken. Und da haben wir uns hier im Projekt GeoBIM angenommen und haben versucht, sagen wir mal, unsere Modelle natürlich auch noch wieder in die GIS-Welt zu transferieren, um dort interaktiv zu arbeiten. Und dafür hat die Marie ein kleines Beispiel mitgebracht, das ich Ihnen zeigen möchte. Ja, danke Markus. Sie haben es gerade schon gehört, wir befinden uns in diesem Projekt eben im innerstädtischen Bereich. Das heißt, wir haben hier dieses Projekt, das sich in die umgebende Bebauung mit eingliedern muss. Wir haben mehrere Haltestellen, mehrere Knotenpunkte, die eben in diese städtische Bebauung zu integrieren sind. Und hier haben wir jetzt eben diese Herausforderung, das zu erreichen. Und wir sehen uns das jetzt mal am Beispiel der Sparten an. Sie sehen es hier, wir haben eben hier durch diese GIS-Integration die Möglichkeit, diese makroskopische Analyse der Spartenverläufe durchzuführen.
Ja, wo kommen Sparten her, wo gehen die Leitungen hin, wo haben wir eventuell zusätzliche Anschlüsse. Da bietet uns GIS eben diese Möglichkeit, diese Integration viel besser visuell zu erfassen. Gehen wir dann aber in die konkrete Realisierung, dann befinden wir uns natürlich wieder in der Modellierung im BIM-Kontext. Sie sehen jetzt hier eine Haltestelle, dem Ausbau und den Rohbau. Und auf der linken Seite können Sie jetzt sehen, oder aus Ihrer Sicht auf der rechten Seite, sehen Sie eben diesen Absprung in das Modell. Sie sehen, können da eben die verschiedenen Modelle erkennen. Wir haben hier wirklich die Modelle, die wir auch auf unserer Cloud haben, in unserer CDE, in dem Fall im BIM 360, und wie sie koordiniert sind, dargestellt. Wir haben die Möglichkeit, uns hier ganz anders nochmal zu navigieren, Schnitte zu legen, uns Objekte ein- und auszublenden, aber eben auch einzelne Objekte zu isolieren und uns dazu auch noch zusätzliche Informationen anzeigen zu lassen, sodass wir eben hier wirklich in die detaillierte Planung übergehen können. Und das ist eben hier dieser große Vorteil, den wir durch dieses GeoBIM erreichen, dass wir eben auf einen Blick sowohl diesen Kontext der Planung in die Umgebung sehen, aber eben auch wirklich in die detaillierte Planung einblicken können. Ja, und ich habe noch ein zweites Projekt mitgebracht, da möchte ich nur ein kurzes Intro machen. Das ist der Brenner Nordzulauf, auch dort ArcGIS in der Anwendung, um natürlich auch früh in der Vorplanung, in der Öffentlichkeitsarbeit den Modellkontext herzustellen. Brenner Nordzulauf ist die Zulaufstrecke für den Brenner Basistunnel. Ja, vor uns wurde gesagt, Bing hat keine Zeit. Wir haben uns natürlich, es ist immer schöner, wenn auch ein Auftraggeber von uns ein Statement mitbringt. Der hatte auch keine Zeit, aber den haben wir mitgebracht. Und deshalb hier noch ein kleines Video zum Projekt als Inspiration und als Ansatz von ArcGIS in der Vorplanung. Der Brenner Nordzulauf ist eingebettet in einen europäischen Korridor, in die europäischen Kernnetze. Wir liegen auf dem Scandinavian Mediterranean Corridor mit der Brennerachse als ein Herzstück. Das Hauptobjekt der Brennerachse ist der Brenner Basistunnel, der ist bereits seit einigen Jahren in Bau. Wir planen und bauen dann den Brenner Nordzulauf, also die nördliche Zulaufstrecke zum Brenner Basistunnel, und sorgen dafür, dass die komplette Brennerachse dann ihre verkehrliche Wirkung auch entfalten kann. Einen dieser Planungsabschnitte, der wird eben durch uns mitbetreut. Da sind wir aktuell in der Vorplanung. Es gibt verschiedene Varianten, verschiedene Trassierungsmöglichkeiten, und diese werden bis zu einem gewissen Detaillierungsgrad ausgearbeitet. Jetzt hat man natürlich den Vorteil, mit GIS-basierten Systemen, mit 3D- und BIM-Modellierungen das Projekt von Anfang an und auch in frühen Leistungsphasen bereits greifbar zu machen. Hier haben wir das WebGIS, um auch alle Daten laufend zusammenzuführen, sodass alle Projektbeteiligten, alle Fachplaner immer die Möglichkeit haben, auf den aktuellen Projektstand mit allen haptischen Informationen zurückzugreifen. In der Vorplanung nutzen wir stark GIS-Systeme, um Daten zu erheben. Nach Ende der Planung möchte ich aber genau diese Daten in diese Systeme wieder einspielen. Und das ist für mich einfach ein Kreislauf, der existiert und existieren muss. Daten anreichern, Daten auswerten, Daten nutzen und das durchgängig über den Lebenszyklus des Bauwerkes. Ja, vielen Dank. Dankeschön.